Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Barco-Werkzeuge-Spezial. Ihr kommentiert und der Toolboy spendiert einen 150er Barco-Winkel und schon kann's losgehen, nichts riskieren, abonnieren. Die Firma Barco hat über 130 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Handwerkzeugen und kommt aus Schweden. 1862 hat ein Herr Göran Fredrik Göransson die Firma bzw. die Stahlwerke gegründet, die Grundlage für die Firma Barco waren. Und er hat damals unter Zuhilfenahme des Bessermehrverfahrens einen Stahl entwickelt oder erzeugt, der hart und zäh gleichzeitig war. Und mit dem Stahl haben die am Anfang Angelhaken produziert. Und deshalb ist auch das Logo heute noch so, wenn ihr da mal geschaut habt, das sieht aus wie ein Fisch mit dem Angelhaken. Gucken wir mal, ob wir was finden, wo man das deutlich sehen kann. Na, da ist das Ding. Ja, also Fisch- und Angelhaken. Und dann anschließend Sägeblätter, die bis heute noch bei der Firma gemacht werden. 1886 ist dann die Firma im Eigentlichen gegründet worden und schon 1892 hat Johann Petter Johansson einen verstellbaren Schraubenschlüssel entwickelt. So wie der hier von Toyota, eins meiner Lieblingstools. Und die sagen, die haben damit eigentlich das Teil erfunden. 1916 hat Bernd August Hjorth die Firma übernommen und auch den Namen gegeben, Barco. 1969 haben die das erste Bimetall-Sägeblatt entwickelt, das was es bis heute gibt. Und 1982 haben die den ersten ergonomischen Schraubendreher entwickelt. Und ich habe auch welche gefunden, VDE-Schraubendreher nach der IEC 60900. Da läuft ja im Moment eine Umfrage, könnt ihr mal im Community-Bereich schauen. Und ich habe auch ein Video gemacht, da wollen wir den weltbesten Schraubendreher entwickeln. Und es zeichnet sich ein bisschen ab, 50-50 zwischen zwei Firmen, aber um das soll es gar nicht gehen. Ja. Barco, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, da gibt es diesen tollen Anreißwinkel mit 150 mm Länge. Der hat eine Libelle drin, eine Wasserwaage. Der hat hier hinten, kann man ausschrauben, eine Anreißnadel immer dabei. Da kann man schön anreißen. Und hier oben, der andere Versteller ist einfach da, um das Lineal hier oben zu führen. Der hat einen 45 Grad Winkel oder 90 Grad Winkel. Und den könnt ihr auch gewinnen. Und zwar könnt ihr mir einen Kommentar da lassen mit dem Hashtag Winkel und dann verlose ich den zusammen mit den VDE-Schraubendreher aus der anderen Sendung und dem Veratool Check Plus. Und der hat auch eine Zollanzeige und eine Zentimeteranzeige und der ist eigentlich bei mir immer im Koffer mit dabei und da habe ich auch mehr davon. Weil da kann man einfach mal schnell was abmessen, anreißen, ist immer gut, wenn man so ein Teil zur Hand hat. Und die gibt es auch noch in zwei anderen Größen, und zwar den 300 mm langen, der heißt dann CS 300 und den CS 400. Ist alles Stainless Steel, das rostet nicht und hält ein Handwerkerleben lang, wenn man damit pfleglich umgeht. Da habe ich auch noch was Interessantes gefunden, eine Schmiege. Die 95-74-300, die hat da unten so einen Haken, also man kann die nicht nur aufhängen, sondern wenn man die aufmacht, löst sich die. Und dann kann man Winkels abzeichnen, wo man mit dem Winkel nicht hinkommt oder abgreifen, ja, in irgendwelchen wilden Ecken. Und dann kann man im Nachgang schauen, ja, ob das ein rechter Winkel ist. Tolle Sache und relativ günstig, das zeichnet Barco auch aus. Das ist aus Aluminium gefertigt und auch hier Stainless Steel. Dann habe ich zwei tolle Messer entdeckt. Und zwar dieses tolle Messer. Das seht ihr schon. Das ist auch wieder der Angelhaken oben. Das ist 1446 aus Stainless Steel. Da habe ich es vergessen. Wer weiß, wie das Messer heißt, kann das gern, diese Art der Messer, kann das gern in die Kommentare mit reinschreiben. Weil ich mit meinem Gas, dann wüsste ja zurzeit, der Virus lässt grüßen und so. Okay. Weiter geht's. Ich habe auch noch ein anderes tolles Messer gefunden. Und zwar ist das ein Zweiklingenmesser. Das hat hier oben einmal eine Trapezklinge, die man auch tauschen kann. Scharf wie der Teufel persönlich. Mache ich gleich wieder den Schutz drauf, weil ich schneide mir da mal gern. Und außerdem für die Heavy-Duty-Anwendungen
So, kann ich den auch wieder klappen. Da hinten eins mit Wellenschliff, wo ein bisschen fest ist, wenn man mal räubern muss. Liegt gut in der Hand. Ist das KBTU-01. Und das hier hinten schaut aus wie so ein Aluminiumspritzguss. Ja. Und ist relativ schwer. Die Schneidenlänge ist nicht in der Mitte, aber ist halt zwei in einem. Habe ich euch ja auch ein tolles von KWB schon gezeigt, könnt ihr mal gucken bei meinen Messern. Okay, Pistolen, Ratschen, Schraubendreher ist das nächste Stichwort. Das liegt hier mit dem tollen Bithalter. Den kann ich zu einem Pistolen, Ratschen, Schraubendreher machen. Der hat da vorne einen Mechanismus, wo ich links, rechts schrauben kann. Und der hat da hinten im Griff ein Bitmagazin mit 6 Bits drin. Ist gummiert, hat eine ergonomische Form, na, haben sie auch entwickelt, 1982. Und ist auch ein Tool, was bei mir, sage ich mal, im Haushalt mit am Start ist. Ja, weil damit kann man schnell schrauben und kann man auch mit Schmackes anziehen. Ja, da vorne auch noch ein Rändel, wo man halten kann, und ist ein tolles Multitool. Dafür habe ich auch einen tollen Bitsatz, der liegt hier. Der hat so einen kleinen Karabiner und da hat er vorne eine Verlängerung für diese 6-Kant-Bits und eine Viertelzoll-Aufnahme. Und es gibt vom Baku einen relativ preiswerten Bithalter mit einem 8er Schlüssel. Und in den kann man hier schön platzsparend, ja, wie dumm ist es so, die Bits reinmachen. Und dann kann man schrauben. Der hat hier oben auch einen Verstellmechanismus. Und wenn ich natürlich hier meine, ja, also wenn das eng aufeinander ist, aber es gummiert, das kann man ein wenig aufziehen, meine Adapterklinge reinmachen, dann kann ich sogar andere Nüsse noch schrauben. Also das ist eine tolle Kombination. Die kann man nämlich auch mit dem Karabiner so zusammen machen. Und dann hat man immer was am Mann, wo man richtig abschrauben kann. Ja? So kleines Gadget hier. Dann ein leichtes, aber durchaus stabiles Teil. Und zwar ist es ein Schaber mit dem Knopf hier. Erinnert mich immer an die LKWs früher, wo es noch keine Servolenkung gab. Der hat hier auch eine Klinge. Steht da oben, wollt ihr mir merken. 4220er Barco L, wo man auf zwei Seiten halt mächtig Fliesen und Bodenbelege und sowas schaben kann. Hat auch eine Dreiecksklinge. Und das ist auch ein preiswertes Tool für die Jungs, die den Boden rocken. So, Sägeblätter, haben wir gesagt, gibt es auch vom Baku. Und es gibt auch eine tolle Säge, die ist länger als alle anderen. Seht ihr hier, die gibt es sogar noch mal länger, das ist fast eine Laubsäge. Aber wenn man solche Durchmesser da mal sägen muss, dann ist man froh, wenn man ein bisschen extra Platz hat. Und das ist die 301. Und die gibt es auch, das ist ein Holzsägeblatt mit einem Sägeblatt, wo man Glas schneiden kann. So hoffe ich, dass es scharf wird, dass man sieht. Ja, und damit kann man eben Holz und Metall und solche Sachen machen, Kunststoff. Und es gibt auch eins für Fliesen und für Metall. Also auch eine Empfehlung wert. Und die Baku-Werkzeuge zeichnen sie aus durch gut und günstig. Ja, die sind relativ preiswert und machen schon was her und halten auch eine Zeit lang. Und dann habe ich hier noch, ich habe es nicht vergessen, den Kampf der Zangen, eine tolle Automatikzange gefunden. Eine Quick Adjust, und zwar kann ich die hier aufmachen und runterfahren. Nach oben geht es von ganz alleine. Die ist auch feder zurückgestellt. Und kann man schön anpassen an den Durchmesser und dann kann man hier Schmackes geben. Die ist parallel geführt und hat, wie angesprochen, schon einen Federmechanismus. Okay, noch einmal, wer mitmachen will, lässt mir ein Like da und ein Abo. Und kommentiert mit Hashtag Winkel. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.